Hallo Freunde der NRWBoy 18 hier. Ich begrüße euch zur nächsten Staffel Let's Christmas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute den 1.12. und es geht wieder los mit meinen Adventskalendern. Es sind wieder dieses Jahr ein bisschen mehr geworden, aber was will man machen? Müssen wir jetzt durch und ich denke mal, das tut dem Spaß keinen Abbruch. Ihr seht es, ich habe mich besonders gekleidet. Es ist etwas, was wir alle im Moment eigentlich tragen müssen. Ja, Corona hat 2020 wirklich fest im Griff und auch natürlich Let's Christmas. Ich wurde zuhauf gefragt, wird es ein Let's Christmas dieses Jahr wieder geben? Ja, es gibt natürlich wieder ein Let's Christmas. Zwar nicht so wie all die Jahre vielleicht zuvor, aber ich werde weiterhin auch dieses Jahr versuchen, euch ein wenig in den Weihnachtszauber zu bringen und euch jeden Tag mit einem Video zu verwöhnen und euch dann auch dementsprechend die Freude auf den Advent ein wenig zu versüßen. Ich werde jetzt aber die Maske abnehmen. Wie gesagt, Besonderes für 2020. Wir brauchen sie jetzt hier nicht, mein Adventskalender und ich. Und deswegen wird es jetzt losgehen. Neben den Adventskalendern, die wir jetzt jeden Tag hier sehen werden, wird es natürlich am Ende, am 24.12. auch wieder ein Gewinnspiel geben. Was gibt es dort zu gewinnen? Natürlich, wie jedes Jahr, alles, was wir hier drin finden, also alles hier raus und alles hier raus und alles hier raus. Alles hier raus werde ich futtern. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Denn ich habe mir mal gedacht, mach einfach mal was Neues. Und das mit diesen scharfen Knabbereien fand ich eine ziemlich lustige Idee. Wieder drei Fragezeichen wäre jetzt so viele Male hintereinander vielleicht immer ein wenig eintönig geworden. Und deswegen, machen wir das. Aber zum Knobeln gibt es auch was. Hier den Mauskalender fand ich so lustig. Ich hatte zuerst die Überlegung, den Ehrlich Brothers Kalender zu nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen lustiger. Ja, und das, wie gesagt, gibt es zu gewinnen, neben Autogrammkarten, neben Plätzchen, neben kleinen anderen Naschereien und der ein oder anderen Überraschung wird es natürlich auch etwas ganz Besonderes geben, denn ich habe etwas dieses Jahr für euch im Angebot, was es bisher so noch nicht bei mir gab. Und zwar über mein Netzwerk, über die Spielezeitschrift GameStar, sprich Alliance, das Netzwerk, habe ich über einen Medienpartner MSM, vielen lieben Dank, etwas für euch jetzt im Angebot. Und zwar gibt es für den ersten und zweiten Platz gibt es ein Spiel zu gewinnen. Und zwar für die Switch Rollercoaster Tycoon Adventures. Das gibt es zu gewinnen, neben dem, was ihr hier praktisch in den Adventskalendern seht. Und dann bin ich gespannt, wie viele sich dieses Jahr anmelden. Anmelden könnt ihr euch und zwar auf meiner Fanpage. Den Link findet ihr unter jedem meiner Videos. Ich werde ihn jetzt aber hier auch nochmal einblenden. Könnt ihr euch dann über den Reiter Weihnachtsgewinnspiel oder Gewinnspiel könnt ihr euch anmelden. Einfach euren Nicknamen, euren richtigen Namen und die E-Mail-Adresse und vielleicht noch eine kleine Nachricht reinschreiben und dann nehmt ihr automatisch an der Gewinnerziehung dann am 24. teil. Einsendeschluss könnt ihr euch merken, ist der 23.12. 21 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch anmelden und dann bin ich gespannt, wie viel es dieses Jahr werden. Also denkt dran, Rollercoaster Tycoon Adventures für die Switch gibt es dieses Jahr zu gewinnen. Neben dem, was ihr aus den drei Kalendern hier in den einzelnen Videos zu sehen bekommt. Und dann bin ich gespannt, wer dann am 24.12. gewinnen wird. So, jetzt machen wir aber hier endlich mal Nägel mit Köpfen und suchen uns einen Kalender aus. Ich würde sagen, die stelle ich hier mal so lang auf die Seite und fange hier mit diesem an. Und zwar, der war eigentlich gar nicht mit eingeplant. Und ihr seht es, glaube ich, auch schon, wo habe ich es? Hier, 2019. Es ist ein Kalender von letztem Jahr. Es ist eine Schenkung von Uwe, von unserer MOBA. Uwe, vielen lieben Dank an dich und auch übrigens alle MOBA-Mitglieder. Viele liebe Grüße. Dieses Jahr leider nicht auf der MOBA und auch nicht mit anderen MOBA-Kollegen zusammen. Leider, leider, aber müssen wir durch. Und er hat den eigentlich letztes Jahr gehabt, hat den dann nicht verwursteln können und hat gesagt, hey Tom, für dein Let's Christmas stelle ich dir zur Verfügung. Und alle Harry Potter-Fans dürfen sich freuen, denn alles, was wir hier raus jetzt rausholen werden, wird es zu gewinnen geben. Das ist 2019, das denken wir uns weg. Wir denken einfach 2020. Es ist ja im Prinzip mehr oder weniger jetzt nicht auf eine Jahreszeit hin bezogen, begrenzt. Und dann bin ich auch jetzt sehr gespannt. Ich habe mit Harry Potter
null am Hut. Die Silke würde sich jetzt super damit auskennen, weil die ist der totale Harry Potter Fan. Aber ich werde da wahrscheinlich viel mit Unwissenheit glänzen. Oh, das ist eine sehr hochwertige Verpackung. Ein Schuber, okay. Machen wir auf, stellen wir hier so hin. Und dann... nochmal. Okay. Ja, das sieht doch... Also schön aussehen tut er auf jeden Fall. So, ich stelle das mal ganz runter, damit wir hier uns den auch wirklich komplett anschauen können. Ich habe das dieses Jahr auch alles ein wenig anders drapiert. Das ist für mich etwas einfacher, als jedes Mal den Tisch rumzudrehen und hier alles umzuräumen. Und ja, jetzt mit der neuen Kamera ist das alles kein Problem mehr. Adventskranz steht natürlich auch schon bereit, aber erst am ersten Advent wird dort die erste Kerze angezündet. So, jetzt, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben jetzt hier nichts weiter als, das. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze... Oh, das ist sogar nummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eieiei, okay. Dann brauche ich gar nicht lange suchen. Wir machen hier oben das erste Türchen auf und haben dort ein, ich werde ihn in der Tüte lassen, dann ist er ein wenig geschützter. Also ich werde jetzt mal ein Foto machen und dann könnt ihr mir sagen, wer das ist. Ich habe nämlich sowas von keine Ahnung, wer das sein soll. Es ist ein kleines, süßes Männchen mit einem dicken Hut und einer Brille und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Gut, also, erstes Türchen, erster Kalender. Ich habe keine Ahnung, was ich da rausgeholt habe. Weihnachten kann kommen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Schuber ab, stellen den dann hier auf Seite. Dann gibt es jetzt was zu knabbern. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, was wir hier finden werden. Da geht's auf. Dann, ich flattere hier immer. So. Ich werde versuchen, in dem ganzen Let's Christmas vielleicht den ein oder anderen Gastauftritt mit Maske, mit, müssen wir mal schauen, ins Leben zu rufen. Ob es mir gelingt, schauen wir mal. So, wir haben jetzt hier, das ist ja witzig. Also, was soll das denn? Wir haben hier den Kalender. Das ist der Kalender mit diesem Bild. Und davor ist eine Pappe mit diesem Bild. Es ist, jetzt findet den Fehler, Suchbild, es ist ein und dasselbe Bild. Warum macht man das denn? Da sind sogar die einzelnen Nummern drauf von den Türchen. Also, ja, also das gibt's dann auch zu gewinnen. Das kann man sich als Bild an die Wand hängen. Das ist ja ein Schwachsinn. Okay, weg damit. So, Adventskalender. Süße Weihnachtsgebäck ist nicht ihr Ding. Sie suchen die Herausforderung, knabbern sie sich durch 24 scharfe Snacks. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wo wir jetzt als einmal das erste Türchen finden. Da oben, es ist auch schon wieder, nein, es ist kreuz und quer durcheinander. So, und das ist, okay, es riecht nach nichts. Es sind neutrale Tütchen. Das können wir wieder zumachen. Stellen wir auf Seite. Es sind neutrale Tütchen. Hier seht ihr es. Und es ist scharfe Knabbereien. Thai Sweet Chili Cracker. Okay. Das Ganze wird natürlich wieder fotografiert. So. Mindestens halber bis 5.2.21. Immerhin. So. Und dann 6 Gramm. 6 Gramm sind, so viel. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Aber die sehen schon ziemlich lustig aus. Also das muss man sagen. Warte, zeige ich euch. Mir fehlt hier effektiv ein Kameramann. Also es riecht nach ein bisschen Chili-Pulver. Und es schmeckt, schmeckt ein bisschen komisch. Oh, ja, jetzt kommt die Schärfe. Ja, aber es ist jetzt nicht viel. Der Abgang ist scharf, aber ja, jetzt kommt ein bisschen Schärfe im Mund, aber es schmeckt wie
Wie Chili-Chips. Ja, ist lecker. Echt lecker. Mhm. Ich denke, ich werde die Tüten aufheben. Sweet Chili Cracker. Also, jetzt im Abgang. Okay. Die Schärfe kommt später. Darauf eine Schokolade. Okay. Das kann ja noch lustig werden. So, Schokolade. Ich will Schokolade. Wie, warum? Ah, es klebt. So, dann ziehen wir die Banderole ab. Der ist von 2020. Frisch geholt. So, und dann... So, ich dachte gerade, wieso sind hier... Oh, guck mal, das ist ja mal geil. Also das ist ein Buch, hier sieht man es ganz gut. Und das Buch, das kann man aufklappen. Guckt euch das mal an. Das ist ja mal eine geile Sache. Also das gefällt mir. Guck mal, da kann man das so schön aufstellen. Das gefällt mir. Guck mal, das schöne Buch. Das schöne Bild hier. Wir sind eine Überzahl an Pinguinen, stelle ich gerade fest. Was machen Pinguine am Nordpol? Beim Weihnachtsmann. Gehören da nicht Wichtel hin? Egal. Wir suchen die Nummer 1. Da ist sie. Da. Und drin ist... Ich glaube, eine Kinderschokolade. Nein, es ist ein Kinder-Country. Also, das für den Gewinner. Vielleicht das ein oder andere werde ich hier raus futtern, aber das hier definitiv nicht. Wir klappen das Buch wieder zu. Zack. Also die Idee, die, also das ist ja mal geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. So, den stellen wir auch hier hin. Gibt's also zu gewinnen. Und jetzt kommt das Interessantste, wie ich finde. Wir experimentieren mit der Maus. Und ich habe mir das mal grob angeguckt im Vorfeld, habe da mir natürlich, also ich habe mich jetzt nicht gespawnt, aber hier sollen schon doch knifflige Rätsel drin sein. Freigegeben ist der Adventskalender ab 7 Jahren. Und ich hoffe, ich... Nochmal ein Schuber hier? Was? Hä? Ah, doch, ein Schuber. Und hoppla. Was ist das denn? Ich habe mich nicht gespawnt, sondern... Wir haben ein Heft, guck mal hier. Oh, geil. Riecht ja auch immer an neuen Büchern. Ich finde diesen Geruch, finde ich so geil. So, es ist... Ach, herrje, es ist ein sehr großes, lustiges Paket hier, in dem mehrere kleine Pakete sind. Und die Nummer 1 ist... Hier ist die 1. Da ist die 1. Das heißt, das Paket nehmen wir raus. Das können wir jetzt hier so hinlegen. Ja, und dann haben wir... Ach, guck mal. Auf der Rückseite. Ein Teil von der Maus. Das heißt, auf der Rückseite gibt es dann ein Bild wahrscheinlich. Jawohl, da gibt es ein Bild. So, dann wollen wir mal. Handbuch Experimentier Adventskalender mit der Maus. Ach du Scheiße. Warn- und Sicherheitshinweise. Herzlich willkommen zum Adventskalender mit der Maus. Jeden Tag ein kleines Experiment. In den kommenden 24 Tagen wartet in jeder Schachtel deines Adventskalenders eine kleine Überraschung auf dich. Spannende Experimente, Bastelspaß und verblüffende Versuche sorgen dafür, dass die Zeit bis Weihnachten wie im Flug vergeht. Hast du schon mal erforscht, wie Pflanzen trinken, wie Tag und Nacht entstehen, wie optische Täuschungen unser Gehirn austricksen und weißt du, welche Geheimschrift die alten Griechen verwendeten? In diesem Handbuch findest du für jedes Experiment eine ausführliche Anleitung. Kein Versuch dauert länger als 10 Minuten. Wir wünschen dir eine spannende Entdeckungsreise und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. So, dann haben wir jetzt hier WDR, bla bla bla. Ach du liebe Zeit. Tag 1 ist, ja genau, es ist immer eine Doppelseite und die Doppelseite hier sieht jetzt so aus. Seht ihr jetzt? Hohl- und Wölbespiegel. Ach ja, okay. Da gibt es jetzt aber eine Menge zum Vorlesen. Das habe ich jetzt nicht mit eingeplant. Dazu brauchst du Spiegel, Adventskalender, einen großen Löffel, eine Christbaumkugel. Ich habe keine Christbaumkugel. Ich habe unten auf der Mova habe ich Christbaumkugel, aber hier jetzt nicht. Nimm den Spiegel aus deiner Kalenderschachtel. Na, das kriege ich noch hin. Tada!
Okay, der ist ein bisschen matt, würde ich sagen. Und ziehe die Schutzfolie ab. Halte den Spiegel vor deinem Gesicht. Alles wie immer, oder? Ah. Nee, warte mal. Hä? Es sind zwei Spiegel. Und sie sind... Ist da jetzt noch eine Schutzfolie drauf? Sie sind unheimlich matt. Also das ist kein Spiegel. Das ist matt. Ich kann mich noch nicht mehr drin spiegeln. Spiegel und ziehe die Schutzfolie. Ziehe die Schutzfolie ab. So, jetzt muss ich die nur noch abkriegen. Mit meinem... da. Ah, ja, sehr schön. Zip. So, weg. So, und halte alles wie immer, oder? Ja, richtig. Hier seht ihr das auch selber. Da, alles wie immer. Also ihr seht euch selber. Da. und da gerade Adventszeit... Ach nee, da unten geht's. Das Wölbespiegel. Der Wölbespiegel. Experiment 1. Biege den Spiegel zu dir hin. Nun sieht die Sache schon anders aus. Dein Gesicht wird auf einmal sehr breit. Zu mir hin? Also zu mir hin. Da wird er schmal und nicht breit. Sehr breit, aber gleichzeitig kleiner. Das liegt daran, dass nicht mehr auf eine glatte, sondern auf eine gewölbte Spiegelfläche blickst. Und da gerade Adventszeit ist, frage deine Eltern nach einer glänzenden Christbaumkugel und wiederhole das Experiment. Ja, da ist es rund und da sehen wir, ja. Was passiert da eigentlich? Ein Wölbespiegel, auch Konvexspiegel genannt, ist nach vorne gewölbt. Dadurch vergrößert sich der Blickwinkel und du siehst nicht nur Dinge, die sich unmittelbar vor dem Spiegel befinden, sondern auch die seitliche Umgebung. Man kann also einen viel größeren Ausschnitt seiner Umgebung wahrnehmen. Wölbespiegel kommen deswegen oft zur Überwachung in Geschäften oder bei unübersichtlichen Garageneinfahrten zum Einsatz. Das stimmt, das habe ich auch schon gesehen. So, der Hohlspiegel, Kopfstand für Unsportliche, Experiment 2. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Bringe den Spiegel von dir, was? Biege den Spiegel von dir weg. Ja, dann werde ich richtig schmal, ja. Nun passiert etwas Unglaubliches. Dein Spiegelbild ist nicht nur schmaler, es steht noch auf dem Kopf. Nö. Moment, mache ich jetzt was verkehrt? Ah, jetzt! So, ja, klar, weil man sich, ne? Es spiegelt sich nach oben und nach unten. Ich habe jetzt so und nicht so. Ja, okay. Das gleiche Experiment kannst du mit einem kleinen, mit einem großen Löffel durchführen. Halte den Löffel mit der nach innen gewölbten Seite ganz nah an dein Gesicht und führe ihn dann weiter weg. Dein Spiegelbild beginnt nun hin und her zu springen. Wenn du dich ganz nah am Hohlspiegel befindest, siehst du dich stark vergrößert. Entfernst du den Spiegel, steht dein Gesicht auf dem Kopf. Was passiert da eigentlich? Spiegel reflektieren Licht. Nun, deswegen kannst du dich im Spiegel überhaupt sehen. Der Hohlspiegel, auch Konkavspiegel genannt, ist nach innen gewölbt. Deswegen reflektiert er das Licht anders als ein nicht gewölbter Spiegel. Wie das Licht reflektiert wird, hängt aber auch vom Abstand des gespiegelten Gegenstands ab. In geringer Entfernung erscheint das Spiegelbild stark vergrößert. Bei mittelgroßer Entfernung erscheint das Spiegelbild in normaler Größe. Das Erstaunlichste aber passiert, wenn du mit großem Abstand in einem Hohlspiegel blickst. Dein Spiegelbild steht auf einmal Kopf und ist seitenverkehrt. Ja, Freunde, der Hohlspiegel und Wölbespiegel. Unser erstes cooles Experiment aus dem Kalender mit der Maus. Ich bin sehr gespannt. Ich packe sie mal wieder hier rein, dann sind sie ein bisschen geschützter. Und ich packe sie wieder hier rein, weil ich glaube, dass... ist insgesamt schöner. Das kommt dann auch wieder mit zum Gewinnspiel. Das sieht richtig schön aus. Es sieht wie ein kleines Geschenk aus. Ja, und da steht uns noch eine Menge bevor. Ich bin sehr gespannt, was die Maus uns noch alles beibringen wird. Sehr interessante Sache. Ich finde mal was ganz was Neues. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch. So, aber dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber auch hier schon am Ende angekommen. Das bleibt natürlich nicht stehen, wie auch sonst. Ich werde mich jetzt ans Rendern begeben. Ich werde natürlich versuchen, jeden Tag euch ein Video hochzuladen. Ich kann mir vorstellen, aufgrund meiner Arbeit, ich bin jetzt in einem neuen Team und fahre deutschlandweit. Das heißt, es kann manchmal sein, dass ich halt einen ganzen Tag wirklich unterwegs bin oder auch mal zwei Tage mit einer Übernachtung dazwischen. Da werde ich natürlich dann
irgendwie versuchen, euch das Video dann zur Verfügung zu stellen, aber nicht böse sein, wenn es vielleicht einen Tag später oder so kommt. Das ist mir letztes Jahr auch schon ein, zwei Mal passiert, also insofern denke ich mal, werdet ihr dafür Verständnis haben. Das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Auftakt Let's Christmas 2020, es geht wieder los. Seid auch morgen mit dabei am 2.12., wenn wir dann das nächste Adventskalender-Türchen öffnen. Macht es gut, bis morgen, bleibt gesund. Vergesst nicht, euch auf meiner Fanpage beim Adventskalender ein Gewinnspiel anzumelden und dann morgen in alter Frische. NRWY18, adieu.